Ja, was gibt's an News? Ein Arzt sagt, ja, Bluthochdruckmedikamente schwächen die Abwehr gegen das Coronavirus. Ja, und dann sagt auch dieser Arzt, das Ganze ist nur eine Grippe mit dem Namen Corona. Und dann wird erzählt von mehreren Leuten, die an der Behandlung gestorben sind. Also das heißt, naturwissenschaftlich ist immer die Frage, an was ist jemand gestorben? Und auch wenn auf dem Totenschein steht, gestorben an Corona, muss das überhaupt nicht stimmen. Es an einem Behandlungsfehler gestorben sein, der natürlich nicht eingetragen wird. Der kann daran gestorben sein, dass ja, also an allen möglichen Faktoren, dass eben vielleicht die Standardbehandlung, ohne dass man das weiß, ohne dass es jetzt ein Behandlungsfehler ist, sondern dass sie generell tödlich ist und so weiter. Ja, also wir wissen da gar nichts. Warum besteht der Verdacht, dass das jederzeit natürlich so etwas sein kann? Weil eben hier haben wir den ersten Arzt der Menschheitsevolution und der sozusagen sagt, nil nocere, niemals Schaden, hier Leute, ernährt euch gesund, lebt gesund. Und so weiter, dann habt ein starkes Immunsystem, ernährt euch auf keinen Fall von dem neumodischen Ernährungskram, den euch die Lebensmittelindustrie bietet oder die Vorläufer der Lebensmittelindustrie. Vor ein paar hunderttausend Jahren war es ja eben, waren es nur Lebensmittelhändler. So, und der andere hier, das ist dann vielleicht der tausendste Schamane oder Arzt der Evolution. Und er sagt, nein, diese Ernährung, die macht euch überhaupt nicht krank. Ihr könnt ruhig den ganzen Chemiekram von dem Lebensmittelhändler essen. Ihr braucht nur viel mehr. Ihr braucht Impfungen, Behandlungen, Spritzen, Medikamente, egal wie aggressiv, Chemotherapien und so weiter. Und sozusagen der verdient natürlich viel mehr, weil die Leute eben niemals sich mit ihrer Krankheitsursache beschäftigen, zum Beispiel der krankmachenden Ernährung oder anderen Lebensstilmerkmalen. Und dadurch werden die Leute ihn immer wieder brauchen. Er kann immer wieder was abrechnen, kann viel verdienen, viele Kinder ernähren, hier eine ganze Dynastie von Professoren in die Welt setzen, während dieser hier, der wird praktisch nicht mehr gebraucht, wenn er die Leuten einmal den richtigen Tipp gegeben hat, in allem beim Natürlichen zu bleiben, dann wird er nicht mehr gebraucht, kann in dem jetzigen System, in der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, nichts abrechnen. Und der konkurriert den aus, zwingt den in die Pleite hinein und überleben tun sozusagen notwendig unter Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft Ärzte, die uns allen schwersten Schaden zufügen, weil sie Millionen von Irrtümern glauben. Das war jetzt nur der erste Irrtum und dann morgen kommt der zweite Irrtum dazu und übermorgen der dritte. Und so häuft sich dann ein Irrtumsgebäude ein und die ganze Medizin sozusagen vermeidet es, Gesundheit zu erzeugen, weil man mehr verdient an Krankheit. Und diese Evolutionsverläufe sind zwangsläufig, sodass wir davon ausgehen müssen, dass ganz generell die Medizin grundsätzlich immer gefährlich sein muss. Und deswegen wäre es jetzt auch überhaupt nicht überraschend, wenn sich am Ende herausstellt, dass der Medizinapparat selber für die Menschen tödlich ist. Ja, es ist ja auch sozusagen, kommt ja gleich auch noch, dass KenFM erwähnt hat, dass natürlich auch allein die Tatsache, dass wir ins Krankenhaus gehen, bedeutet ja, dass wir schon eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit haben, zu den 20.000 Getöteten jedes Jahr zu gehören, die an Krankenhaus-Killerkeimen sterben. Ne? Denn das bringt ja auch guten Umsatz. Ja? Wenn dann jemand von Killerkeimen zusatzinfiziert wird, das bringt ja auch guten Umsatz. Ne? Ja.
Dann sagt der Arzt weiter, ja, man solle so Vitamin D3, die Dosis ein bisschen erhöhen. Ich habe ja von Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob von dem Weltrat der Weisen, ja, bestelle ich ja immer das D3K2, die Tropfen. Na, jetzt habe ich mal heute ein paar Tröpfchen mehr genommen. Dann übrigens ein Tipp, den man vielleicht, wenn man das Gefühl hat, es erwischt einen was, dann kann man, generell ist ja dann hohes Fieber gut, ja, ein heißes Bad sich einlaufen lassen und dann immer noch heißes Wasser zulaufen lassen, so wie man es halt aushält, dass man dann also den Körper so auf 41 Grad erhöht und dann sterben schon mal die meisten Viren. Ja? Auch hohes Fieber muss man zulassen. Übrigens, dieses Bad sollte man nicht bei Herzkranken machen, ja, weil das ist natürlich eine große Belastung, so eine schönes Hitzebad sozusagen, ja. Und danach schön nachschwitzen im Bett oder so, ja. Ja, also dann übrigens umso schlimmer ist es dann, ja, fiebersenkende Medikamente, die eben bei Corona-Patienten eben offensichtlich auch oft gegeben werden. Fiebersenkende Medikamente töten natürlich, denn dadurch wird ja der Virus nicht an seiner Vermehrung gehindert und stirbt nicht ab. Und dadurch, durch die fiebersenkenden Medikamente, tötet natürlich die Medizin. Das ist eben auch wieder so ein Irrtum. Der Arzt glaubt, das fiebersenkende Medikament tut dem Patienten gut, weil er die Wahrheit nie gelernt hat, nämlich dass es nur ein Weg ist, die Menschen schwerer krank zu machen und dadurch mehr Kundschaft zu haben. Also fiebersenkende Medikamente sind gefährlich und können auch töten. Ja, ja. Sarah Wagenknecht hat sozusagen richtig gesagt, die Gesellschaft hat sich ökonomisiert, nicht nur im Gesundheitswesen. Also sie ahnt auch, dass diese Ökonomisierung des Gesundheitswesens, nur dass sie nicht sieht, dass diese Evolutionsprozesse schon seit wahrscheinlich 170.000 Jahren laufen, dass also sich lauter gewinnbringende Irrtümer angehäuft haben, weil die Krankheit ist ein Geschäft und wer will sich schon sein Geschäft nehmen lassen? Die Leute müssen so krank wie möglich bleiben und dann haben sich halt Irrtümer angehäuft, die Leute halt krank halten und kränker machen und manchmal sterben sie dann auch dabei. Ne? Ja. Also das heißt, die Gesellschaft hat sich ökonomisiert, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch sonst, was zu Lasten der Mehrheit geht. Wie wollen wir unser gesellschaftliches Zusammenleben zukünftig gestalten? Da gibt es nur eine Antwort drauf. Sarah kann das natürlich nicht, aber die können es. Hier die zweiten Scientists for Future 2 zum Beispiel sollten wir als erstes darüber diskutieren, einfach ob deren Konzept einer Wohlfühlnotenwahlstimme, also einer zusätzlichen Wohlfühlstimme, ob das nicht unsere gesamte Gesellschaft heilen könnte und so weiter. Jedem eine echte Stimme. Ja, und dann noch dazu nehmen die tatsächlichen Gesundheitskosten in Beziehung gesetzt zur Gesundheitskostenerwartungskurve. Und schon haben wir eine Wirtschaft, die den Menschen dient, die auch jedem Milliardärskönig dient. Ja. Im Moment werden ja die meisten Milliardärskönige auch schwer geschädigt, weil das große Geschäft machen im Moment nur die Pharma-Großaktionäre und die Medizin-Großaktionäre. Und die anderen werden geschädigt. Ja. Also sozusagen, da haben wir die Lösung kurz. Ja, ich wollte die Sarah markieren, damit ich die in die so, KenFM ist der ja, also nochmal diese Frage, gell? Liegt all das an den Werbespots der Pharmaindustrie? Ja, das heißt, hat die Pharmaindustrie die Medien in der Hand, weil hat lauter Journalisten, die pharmafreundlich sind. Warum ist also sozusagen so eine Rieseneinheit zwischen der Pharma- und Medizinindustrie, über die es eigentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schon tausende von kritischsten Berichten gab? Wieso, woher kommt jetzt das, dass das so eine totale Einheit ist? Pharmakonzerne, Medizinindustrie, Ärzteschaft werden als die
die Götter, die Totalgötter in Weiß im Moment angesehen. Alle hängen an ihren Lippen und alle lassen sich am Nasenring durch die Manege ziehen, Politiker und Medien. Ja? Woher kommt solch eine Zutraulichkeit zu einem System, von dem Dr. Med. Gerd Reuter, ich habe ja eben die Beweisführung vorgeführt, von dem Dr. Med. Gerd Reuter mit TH ganz klar in seinem letzten Vortrag gesagt hat, das Statistische Bundesamt Wiesbaden hat die Daten, die beweisen, dass unser Gesundheitssystem systematisch tötet. Sonst nichts. Also tödlich ist eine der größten, hier haben wir es nochmal, der Allgemeine Patientenverband, der Arzt Christian Zimmermann. Unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Ja, das wissen wir doch schon lange, das ist Langzeit bekannt, aber irgendwie nicht in der Politik und nicht in den Medien. Ja, so. KenFM hat tolle Sachen gebracht hier und sagt auch so Sachen wie, dass es da im Moment darum geht, nicht die Klimaleugner, sondern jetzt geht es darum, die Virenleugner zum Schweigen zu bringen. Ja? Und er spricht das an mit das Töten durch Krankenhauskeime. Allein die Tatsache, dass wir jetzt durch diese Hysterie so viel Menschen in die Arztpraxen und in die Krankenhäuser getrieben haben, führt natürlich zu erhöhten Infektionen durch Praxiskeime und Praxiskontakte und durch Krankenhauskeime. Ja, ja, also wir müssen uns ganz klar sein, auch nochmal zusätzlich dazu, auch dass sogar die Wintersterblichkeit selbstverständlich durch die soziale Marktwirtschaft verursacht worden ist. Denn wie ist das? Wie werden wir so immunschwach, dass wir im Winter so häufig sterben? Ja? Hier haben wir einen Lebensmittelhändler, vielleicht den ersten vor 400.000 bis 300.000 Jahren. Und er sagt, also ich liefere euch nur ganz reif geerntetes Obst und Gemüse und alles Wildkräuter, Nüsse und so weiter. Alles ganz naturbelassen und so weiter. Ja? Und weil alles andere würde euch umbringen. Also der verkauft, ja, und jetzt dann kam irgendwann vielleicht der 100.000. Händler und der irrt sich und der sagt, nein, also ich baue jetzt Sachen in Massen an mit Glyphosat, den Vorläufer von Glyphosat, von Pestiziden, Fungiziden und dann verarbeite ich das Ganze zu Chemie-Cocktails mit Farbstoffen und mit all dem Chemie-Sondermüll und mit all den Giften und das ist genauso gesund wie das andere. Und ich biete euch das alles zum Zehntel des Preises an, weil es ja viel billiger so herzustellen ist. Und dadurch, dass die Leute sehen, ah, das ist ja alles so günstig und schmeckt auch irgendwie super gut, weil die ganzen Chemikalien, die Süßstoffe, der künstliche Zucker und so weiter, alles schmeckt lecker. Und dann kaufen die Leute ihm viel ab und dem kaufen die Leute wenig ab. Der muss seinen Laden schließen, damit gehen diese Wahrheiten verloren. Und dieser Irrtumshändler, der begründet ganze Handelsimperien und deswegen sind unsere Supermärkte heute voll mit Industriesondermüll, der eigentlich in die Giftmüllentsorgung gehören würde, ne? In den Sondermüll. Ja? Aber das essen wir, dadurch haben wir im Winter natürlich ganze Jahr über geschwächte Immunsysteme. Und da aber im Winter natürlich dann auch die Angriffe größer sind und dann vielleicht noch der Sonnenmangel, vielleicht sogar der Vitamin D-Mangel dazu kommt, weiß man nicht so genau und so weiter. Auf jeden Fall, da immer ist es die soziale Marktwirtschaft, die uns tötet, weil sie uns immunschwach macht. Ja, ja, Christian Felber ist der Nächste im Bunde mit seiner Gemeinwohlökonomie-Variante, die natürlich nicht funktionieren und niemals funktionieren wird. Ja, er will die durch Willkürbilanzen gelobten jetzt in der Krise, in der Corona-Krise finanziell begünstigen lassen. Ja? Zum Glück ist so ein Spinner das Konzept noch nicht allgemein gut, ja? Denn er würde tatsächlich, ja, als ob der Staat solle sich, also das fordert er quasi,
dass der Staat sich an die Willkürbilanzen, die von irgendwelchen willkürlichen Auditoren sozusagen gemacht werden, nach völlig, wo alles nach Gutdünken gemacht wird, ja, die will er, dass die staatlich begünstigt werden. Das wird ja natürlich zum Glück niemand machen, denn, also wie gesagt, hier, wenn wir hier mit der Wohlfühlstimme, ja, da haben wir eine echte Gemeinwohlfühl, hätten wir eine Gemeinwohlordnung und hier mit den tatsächlichen Gesundheitskosten und den in Beziehung gesetzt zur Gesundheitskostenerwartungskurve, hätten wir harte Daten sozusagen, auf die man natürlich die Auswirkung einer Firma hin ganz klar statistisch untersuchen könnte. Und dann könnte man, ja, dann wird das automatisch geschehen, dass das begünstigt wird finanziell. Gut, also so viel wieder der Unfug des Tages, gell? Und nochmal zum Schluss unser schönes Bällchen hier. Ja, wie gesagt, zum Schluss nochmal die Abschlussfrage. Ich schaue jetzt stundenlang immer diese Heute- oder Tagesschau-Sendungen und so weiter. Und nicht einmal wird irgendwas genannt, was auch nur halbwegs einen naturwissenschaftlichen Denker eine überzeugende Beweiskraft hätte. Ja, dabei könnte man doch in jeder Sendung das bringen, was eine Überzeugungskraft hätte. Neutrale Sterbedaten, wirklich aus zuverlässigen Quellen, die ganz klar zeigen, dass jetzt zum Beispiel in Japan, wo man nicht hysterisch reagiert hat, jetzt plötzlich riesige Mengen an Toten, also so ein richtiger Sterbeberg auftaucht, der deutlich höher ist als der Sterbeberg in den Vergleichswochen der fünf Vorjahre und so weiter. Und schon würde man mich immerhin schon mal ein Stück überzeugen können. Aber null harte Daten, stattdessen immer nur irgendwelche anekdotischen Labereien und irgendwelches. Also man versucht irgendwie, weil man gar keine Beweise hat, versucht man immer durch alle möglichen anderen Gehirnwäscheversuche mir einzureden, das Coronavirus sei gefährlich. Ja, aber irgendwie das gelingt bei einem echten naturwissenschaftlichen Denker natürlich nicht. Ja, die wollen richtige Beweise sehen und irgendwie bringen es die Sendung nicht fertig. Stundenlange Sendung und nicht ein ernsthafter Beweisversuch. Ne? Stattdessen dann nur so Dinge wie, wir müssen die Corona-Leugner mundtot machen und müssen Zensur einführen und Meinungsunterdrückung durchführen und die Meinungsfreiheit beschränken. Naja, mal weitersehen. Tschüssi.